Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja Rambo macht Miese. So, ich habe richtig Bock. Ich habe mir einen Klassiker rausgesucht. Ich hatte schon Bock drauf, wo ich letztens die Folge von mir gegen 99 gedreht habe, weil ich mich an diesen Abend einfach erinnert habe. Und da waren viele gute Battles, unter anderem dieses hier Virus gegen 4-7. Also ich glaube 4-7, der hatte vorher ein Newcomer-Match bei Diltily. Vorher war der in vielen Battlemanias. Ich glaube aber ein BMCL hatte der noch nicht zu dem Zeitpunkt. War also zumindest in der A Cappella-Szene noch relativ frisch. Man kannte ihn halt, wie gesagt, auf jeden Fall schon von den Freestyles, ne? Weil da hat er auch immer ordentlich abgerissen. Ich weiß gar nicht, ob der zu dem Zeitpunkt schon mal eine Battlemania gewonnen hat, aber der hat sowohl in der Cypher als auch in den Battlemanias immer gut Welle gemacht und war halt auch immer in gut besetzten Battlemanias, ne? Also wenn der mal rausgeflogen ist, dann gegen Cynic oder Konsorten, also der hat sich da auf jeden Fall schon einen Namen gemacht. Virus genauso, also auch eher bekannt dafür, dass der bei Rapper Mittwoch in gefühlt jeder Battlemania dabei gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob der hier vor schon A Cappella Battles hatte. Wir werden es ja gleich hören. Ich könnte mir vorstellen, dass das sein Debüt ist. Das war ja hier auch Ende, oder also Spätsommer 2016, Herbst 2016 irgendwann. Ich glaube sogar, das ist sein erstes Match. Verstehe mich mit beiden super. Virus war ja auch Teil von Team Nordkorea. Also mit Virus, den habe ich, glaube ich, kennengelernt, ganz zufällig am Bahnhof, am Hauptbahnhof in Berlin. Boah, das war vor meinem BMCL gegen Gugo, meine ich. Da, mit wem war ich denn unterwegs? Ich war mit Basic unterwegs, meine ich. Und ich weiß gar nicht, was wir im Hauptbahnhof gemacht haben. Ich glaube, ich hatte eine Tasche dabei und ich wollte die da einfach nur bunkern, damit ich die nicht die ganze Zeit rumschleppen muss, in so ein Schließfach tun. Genau, und um dann halt, wenn ich später nach dem Match mit dem Zug wieder nach Hause fahren muss, das gab es auch nicht häufig, dass ich dann meine Tasche da einfach am Bahnhof schon liegen habe. Und am Bahnhof kam uns dann auf einmal Virus entgegen. Na, haben uns natürlich alle direkt erkannt. Virus war halt auch vorher schon ein paar Mal in der Battlemania. Und war auf jeden Fall direkt eine Sympathie da. Wie gesagt, das wurde dann über die Zeit, also gerade so, ich würde sagen, so richtig krass war das bei mir ab 2017, dass ich dann wirklich auch mit weniger Jungs von mir, die das halt gar nicht so interessiert hat, die halt wirklich nur meine Battles krass fanden, aber die immer so gar nicht so Bock hatten, sich so diese ganzen Events reinzuziehen und alle anderen, die nicht kennen und so. Und dann ging ab 2017 halt so eine Zeit los, da habe ich mit vielen Battle-Rappern connected und wir sind halt so in Battle-Rapper-Gruppen, sage ich mal, durch ganz Deutschland gefahren. Also mit Virus bin ich sehr viel unterwegs gewesen, mit Jizzy, mit Goyner, mit vielen anderen auch. Sever war oft dabei, Merlin war irgendwann, wo der war auch, der war auch oft dabei. Amigo, falls ihr den noch kennt, der war oft dabei. Also das waren schon immer relativ coole Gruppen. Mit Virus auch viel erlebt, mit 4-7 genauso. Ich glaube, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir uns so richtig kennengelernt haben. Ne, man hat sich auch so auf ein paar Events gesehen und mal angesprochen, immer auch gut verstanden. Aber ich glaube, bei uns war das ein bisschen später, wo wir dann mal zusammen unterwegs gewesen sind oder wo wir dann auch so mal connected haben. Ne? Aber Urmat auch ein richtig super Typ. Ich habe ja auch schon mehrfach erwähnt, ich finde, was er mit Big Difference auf die Beine gestellt hat, richtig geil, ich gucke das richtig gerne. Ich werde auch, glaube ich, die nächste Reaction auf das neueste Battle von ihm machen. Das habe ich angefangen zu gucken. Richtig witzig so. Ich habe extra dann irgendwann abgebrochen, weil ich dachte, Mann, das wird meine nächste Reaction. Ich habe von 4-7 auch für alle Battle Rap Fans, die auf Event fahren, so das geilste Spiel, um eine Autofahrt viel kürzer wirken zu lassen. So, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war später, ich glaube an dem Tag, wo Kato gegen Bongtaggy gebattelt hat, also im BMCL, das war so ein Saisonabschluss, da haben ich und Kato noch so ein Rapper Mittwoch oder Top The Takeover Award bekommen fürs Match des Jahres aus dem Alpha Royal. Und 4-7 hat einen Award für die Einzelleistung des Jahres bekommen. Und da sind wir auf jeden Fall zusammen zurückgefahren. Und ich glaube, da hat Urmat gesagt, lass mal ein Spiel spielen. Er sagt, ein Battle-Rapper
Und so der Reihenfolge nach muss der nächste muss dann auch ein Battle-Rapper sagen, der mit dem Anfangsbuchstaben endet, wo der von davor mit aufhört. Ne? Also ich sag Jarambo, der nächste muss jetzt einen mit O sagen. Und das war so witzig immer. Wir haben das irgendwann die Regeln noch so ein bisschen umgeändert. Ich habe das auch irgendwann, das wurde so wirklich so das Game, was wir immer so ein bisschen gezockt haben, wenn wir alles besprochen hatten, was es zu besprochen gibt, so auf den Autofahrten. Und dann gesagt haben, okay, jetzt lass einfach mal gucken, dass diese Fahrt hier nicht so lange dauert. Richtig witzig auf jeden Fall. Glaubt mir, ich gewinne gegen jeden. Am besten war immer Merlin, der hat immer geschummelt, der hat dann immer irgendwie so. Wir haben halt gesagt, jeder Battle-Rapper so darf man nennen. Und Merlin hat dann irgendwann immer so gesagt, ja, MC, keine Ahnung, MC Gartenschlauch und alle so, wer ist das so? Und er dann immer, ja, bei dieser einen Superior Session Folge 487, da war der auf jeden Fall in der Cypher. So, und alle so, was? Also er hat immer so übelst gedribbelt und uns da immer so verarscht. Er hat sich immer irgendwelche Rapper ausgedacht. Dann haben wir gesagt, nein, nein, es muss nachweisbar sein. Wir machen nur noch Dilteli und Rapper Mittwoch oder so, ne? Nicht diese ganzen Sama-Rapper, die keiner kennt. War auf jeden Fall ganz witzig. Wie gesagt, ich habe das Game von 4-7. Und ja, ansonsten war ich mit Omat auch ein bisschen für sein Format unterwegs. Ne? Der hat mal eine geile Freestyle-Session in Köln gemacht. Wir waren mal zusammen in Frankfurt mit Gia und ein paar Jungs. Da haben wir so ein bisschen gefreestylt und keine Ahnung, so kleine Interviews und so gemacht. Das war schon ganz geil. Und auch bei Big Difference war ich, wenn es die Zeit zulässt, oder zugelassen hat, schon ein paar Mal am Start. Bin mal gespannt, wo es hinläuft. Ja, na gut. Jetzt haben wir einiges erzählt. Ich glaube, Vorgeschichte hierzu gab es nicht. Vielleicht einfach nur so zwei, die ne, noch nicht so viel A Cappellas gemacht haben, dafür aber umso mehr Battlemania-Stuff haben. Ich glaube, ansonsten gab es da nichts. Deswegen gehen wir mal ab ins Battle. Zwei MCs, die wir gegeneinander gestellt haben, und wir haben uns was dabei gedacht. Beide sind über eine Plattform bekannt geworden, Rap am Mittwoch, da habe ich sie entdeckt. Und ich habe mir gedacht, wäre ein geiles Match, würde ich sagen. Macht Lärm hier bitte für den aus Essen angereisten Rekordchampion. Rekordchampion, kommt jetzt hier mit vorne! Also doch sein Debüt, geiles Hosting auf jeden Fall der Rekord, ja. Passiert schief eigentlich selten, aber ist dann auch mal ganz witzig, Mann. Und hier vorne habt ihr vielleicht dann gleich nochmal ein Bild. Das ist doch Battleslut Galactica, oder? Wer die noch kennt, oder? Also die kam doch, also ins Game kam die viel später. Ich wusste gar nicht, dass die vorher schon mal irgendwo bei Events am Start war. Das auch einfach so witzig, ne, wie viele Leute man einfach erwischt, weil man die dann in den ersten drei Reihen irgendwie rumstehen sieht, ne? Also wenn man über Leute reden kann, die stehen irgendwie nie hinter der Kamera, die stehen dann immer so, dass man die sieht und dass man sagt, ah, den kennst du doch, der war ja auch da oder die. Naja, wie gesagt, Virus hier am Start und wir gucken mal. Nicht nur bei Rappi richtig gut gewesen, sondern bei uns neulich in Paderborn überstabiles Debüt abgeliefert. Macht bitte Lärm für 4-7! Stuttgart! Fresse halten jetzt hier, erste Runde! 4-7! Hallo Deutschland, hallo Dilteli, mein Name ist 4-7. Ihr wolltet heute eine Hinrichtung auf Asiatisch? Heute rollt dein Kopf auf einem Asiatisch. Mir schmeckt gar nichts mehr, wie nach Neurodermitis. Mein Flow ist so Bombe, es kommt von der Isis. Ich bin unaufhaltbar wie eine Drehtür, jenseits von Gut und Böse. Und alle meine Gegner waren bis jetzt Hurens. Hallo, Virus. Prince of Persia Freeway Cola Edition.
Du wolltest mich, jetzt hast du den Salat wie ehemalige Vegetarier. Er fährt zu Ikea, setzt sich in den Schrank und wenn ihn jemand öffnet, sagt er, willkommen in Narnia. Ey, ich wüsste, der hat auch so geile Zweizeiler, ne? So Highlight bis jetzt war, ich bin unaufhaltsam wie eine Drehtür. Digga, du hast Vaterkomplex, weil du in seinem Arsch drinne steckst. Ich nenne das einen charismatischen Text und deine behinderte Einschränkung ist kognitiv, wie ein japanischer Sex. Ey, und das ist auch typisch von Sam. Wie ein japanischer Sex. Digga, du hast Vaterkomplex, weil du in seinem Arsch drinne steckst. Ich nenne das einen charismatischen Text und deine behinderte Einschränkung ist kognitiv, wie ein japanischer Sex. Wie ein japanischer Sex, ey, ich liebe diesen Jungen, ne? Du bist einfallslos, du hast wenig Ideen, doch du hast dir selbst ausgesucht, diesen Weg hier zu gehen. Du kannst beten und beten, ich bin Rap-Kapitän. Wie fühlt er sich an, vor seinem Lehrer zu stehen? Ich zerleg dich extrem und werd dir mit epischen Szenen die Ehre wegnehmen. Ich bin im Battle-Rap wie die Creme de la Creme und du bist wie die alten Trainer vom VfB Stuttgart, ich will eh keiner sehen. Denn jeden Tag sehe ich an den Haltestellen seine Mutter auf den Werbeplakaten. Da steht: Ich mach's ohne. Und wenn ich dich so angucke, denk ich mir, ja schade, Alter. Mit dem Euro für ein Kondom war dein Vater Tipico am Spielen. Er hat dich sowieso gezeugt, nur um Kindergeld zu kriegen. Fuck bitches, get Kindergeld, Alter. Aber sag mir bitte eins, womit willst du mich heute betteln? Was zeigt uns deine Kuh? Viele Angriffsflächen habe ich nicht, außer dass ich Asiate bin und in deinem Fall weniger Hip-Hop bin als du. Du weißt, dass ich es drauf habe, was für schwere Aufgabe. Hip-Hop unterscheidet sich nicht zwischen einer Hautfarbe, egal ob Rap, Beatbox oder Breakdance. Effizienter Battle-Rap, das ist Entertainment. Treffe den Tag, auch wenn es keinen Tag gibt. Lehre dich der Weisheit, Battle-Raps Gandhi. Ich bin keiner, der die Story nicht kennt. Graffiti-Sprayen an die Wand, das war ein großer Moment in meiner Welt. Gab es auch Eminem und Biggie, Wu-Tang Clan, Tupac, Public Enemy und Diddy. Auch im Deutsch-Rap, so wie Nate 5-7 von Bushido hab ich irgendwo die Tapes noch liegen. Sie waren passend zum Leben, ich musste was unternehmen. Schrieb die Texte auf über meine krassere Gegend, doch das war ein dummes Gerede. Ich wollte cool sein auf jeden, ich war ein Anfänger und wollte mir was Gutes bewegen. Hab praktiziert, gelernt, ich investierte mein Herz, versuchte authentisch zu sein und die Erinnerung schmerzt. Erstes Studio mit den Jungs, das war jugendliche Kunst. Mike check, deine Hure wird gebumst. Ja. Gestiegen, hohes Level erreicht. Irgendwann war ich selber dann für Battles bereit. Angefangen bei Rapper Mittwoch auf jeden Cool. Also erzähl mir nichts von Hip-Hop, denn ich bin bei Don't Let the Label Label You. Ja, geil, auch einfach mal so wirklich so eine Rap-Passage, wie der auch eingestiegen ist, ne? Rap auf den Takt, auch wenn es keinen Takt gibt und so, ne? Also, wie gesagt, so ein bisschen mal flown und so. Kommt schon ganz geil. Macht Lärm hier für die erste Runde! Stuttgart, erste Runde! Virus! Ich wollte erst auf das Hip-Hop-Ding eingehen, aber ich lasse es mit der Hose da einfach mal so leicht stehen. Yo, Dizzy, was geht? Zeig, dass der Chief mich in den Kreis lässt. Dein verzweifelter Blick beweist, dass du genau weißt, dass du nichts leistest. Deine nicht vorhandenen Tracks erklären, wie behindert du am Mic bist und dass dein einziger Erfolg im Leben dein Sieg gegen Mr. White ist. Doch dabei bleibt es. Deine Angst gegenüber der Überlegenheit deines Gegners beweist es, da du nur dann heftig flowst, wenn du dich im Zeitverweilen mit einem bist. Und da du dich komischerweise trotz deines Sprachfehlers für so übertrieben geil hältst, wolltest du beginnen und mal klarstellen, auf was für Kaliber du dich sein lässt. Ich komm mal ran, da Lingling. Ich warte auf die Vergleiche mit Tingeltangelbock oder Afro oder hast du mit meinem Kopf den Boden hetzbemäßig wischt. Boah, darauf hab ich krass Bock. Oder sprichst du gleich mal ein Gestott-Tot-Tot-Tot raus den Battlemanias an? Ach, als ob. Insgeheim nehme ich die erbärmliche Slut mit meinem Riesenpin so derbe hart dran, um das Gefühl wieder herzustellen, guckt der sich zu Hause nur noch Hentai-Videos mit Tentakeln von Aliens an. Aber auf jeden Fall auch geil, dass beide in der ersten Runde so die Prediction wagen, ne? 4-7 hat ja gesagt, du wirst wahrscheinlich nur mit Asia-Lines und sowas kommen und dass ich nicht so Hip-Hop bin wie du. Und Virus kommt jetzt an und sagt, du wirst wahrscheinlich so über mein Gestotter und über meine Haare und so reden. Ja, mal gucken, wer recht hat. Aber 4-7, er hält die Spannung aufrecht. Das merkt man im Battle eindeutig. Denn egal wie sehr ich ihn verunsicher, er hat stets den
16:9 Blick. Doch du Nudeln, schlecht kochende, beim Sex kotzende Drecksfotze checkst doch, dass du halt Pimmel kriegst. Bist du ein Kreuzer von Stinktier und Arter oder woran liebst, dass du so zum Himmel stinkst? Ich merk, dass du behindert bist, aber du bist nicht der Schlimmste. Deiner Ma sagt man auch öfter, sie ist besuchbar wie ein Golfplatz, denn sie bietet 18 Löcher. Oder garantiert es dich keine Augenweide. Kein Mann will, dass sie mal blank zieht. Wenn die mal strippt, bekommt die Geldscheine, damit die sich wieder anzieht. Ja, scheiße, dass Hässlichkeit färbbar ist, wa? Es hat nichts mit dem Battle zu tun, wenn ich sag, du wirkst saubeschissen. Wenn du auf dem Sperrmüll einen Spiegel findest und reinguckst, sagst du sicher, boah, das Bild hätte ich auch weggeschmissen. Alter. Und trotz alledem markierst du den Dicken, obwohl du so einen sinnlosen Kack rappst. An Halloween war der als falsch parkendes Auto verkleidet in der Hoffnung, dass ihn so einer abschleppt. Ein hässlicher MC. Hässliche Kinder haben nie mit dir gespielt, denn du bist hässlicher als sie. Hässliche Kinder haben nicht mit dir gespielt, weil du bist hässlicher als sie. Also ich glaube, die 16:9 Line, das war ja so Kategorie Asia Lines, aber das war auch die einzige bis dahin, ne? Ja, also von daher... Auf jeden Fall predicted von 4-7, aber jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ein ganzer Part gekommen ist und so, ne? Virus springt auf jeden Fall schnell von Thema zu Thema. Und deshalb verkümmert dein Loris, wie der Traum, dass du es jedem femininen Lebewesen gibst. Aus Frust fing er mit dem Rauchen an, weil da draufsteht, dass es krebserregend ist. Du elendige Bitch, der größte Traum deiner Mutter ist, dass sie dich nicht hätte, denn du bist das Erzeugnis einer Betriebsfeier mit 20 Männern und einer vollgewichsten Tischdecke. Das dir bestimmt denken. Damit du von zu Hause abhaust, lässt dich täglich Bitch slappen und das am Morgen zu 6 darfst du nichts essen, denn selbst sie weiß, dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen. Du gehst dir heute leer aus, wie eine Nutte ohne Besuch. Ich könnte mir einfach einen runterholen und gut, das wäre für die Fotze doch schon genug. Das war gerade mal Part 1, du Ratte. In den nächsten Parts gibt's erstmal richtig auf die Eier, denn wegen deiner scheiß Talentfreiheit steht unser Battle ganz unten auf dem Flyer. Auf jeden Fall crazy, dass das ganz unten auf dem Flyer stand. Und ich fand auf jeden Fall beides recht unterhaltsam, ne? Richtig verschieden, die beiden. Beide aber gute Zweizeiler drin gehabt. Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, Real Talk, Virus ist safe nicht der Erste, der sich hinstellt und sagt, ich könnte jetzt nur dies und das machen, so, ne, statt zu rappen. In dem Fall hat er jetzt gesagt, ich könnte mir auch einfach einen runterholen und wäre besser als du. Ich frag mich manchmal, ne, das ist so ein Bild in meinem Kopf, was wäre, wenn das einfach mal einer macht? So einfach ein Typ stellt sich so hin, holt sich einen runter und sagt, reicht. Ich muss kein Part rappen. Und was wäre, wenn der die Runde dann auch noch gewinnt? Also muss jetzt nicht das sein, ne? Aber die Leute haben ja auch schon andere Sachen gesagt. So irgendwie so, ja, ich könnte auch statt ein Part rappen, keine Ahnung, könnte ich auch einfach eine Runde Gameboy spielen oder irgendwas anderes machen, so. Und das ist immer so diese Andeutung, das ist irgendwie eine witzige Line, aber stellt euch mal vor, einer wird das wirklich mal machen. Einer wird wirklich mal sagen, ey, ich verzichte auf einen Part. Das ist halt auf der einen Seite hart unsportlich, ne? Wenn man wirklich so denkt, okay, er schreibt halt einfach eine Runde weniger und macht in der dritten Runde einfach nur ein Gimmick. Aber wenn... Ich sag mal so, wenn der Gegner wirklich so übertrieben langweilig wäre, ne, dass ich sag, ey, ich würde die Runde am liebsten an gar keinen geben, dann würde ich aber so das eine, weil es predicted war und einfach, wie gesagt, es kann ja auch übelst frech und asozial sein, aber wenn es dann aufgeht, dann würde ich die Runde an den geben. Real Talk, so. Ich fänd das so lustig, ne, aber... Da musst du dir schon richtig sicher sein, ne, dass du so einen Move machst. Einfach mal zu sagen, ich setze eine ganze Runde aus, ich mache jetzt irgendeine Scheiße eine Minute lang und das reicht. Ich glaube, es gab schon mal das irgendwie, also ganz, ganz selten, ne, aber auf jeden Fall auch mehr als einmal, dass Leute so mäßig gesagt haben, okay, ich sage jetzt einmal Hurensohn und Time, weil das reicht. Ne. Ich kann mich auch nicht erinnern, wer das war.
Aber ich meine, das hat schon ein, zwei Mal gegeben, dass wirklich jemand so. Ich hab da auch mehrfach schon drüber nachgedacht, ne, ob ich dann stattdessen einfach die zweite und die dritte Runde ziemlich lang machen soll, ne, und da auf jeden Fall auch komplett auf Kacke hauen. Aber so eine Runde einfach Time sagen, so nach dem Motto, komm, 1-0 für dich, ich gewinne trotzdem. Aber ich hab's nicht gemacht, ne, weil ich immer gedacht habe, Mann, das kann halt auch übelst nach hinten losgehen und ich battle ja eigentlich auch schon lange keine Leute mehr, wo man irgendwie sagen kann, da ist zu erwarten, dass da so wenig kommt, dass das angebracht wäre. Also ich glaube, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht ziehe ich mir irgendwann eine Maske an oder schminke mich oder so und komme dann unter einem neuen Namen zurück und dann mache ich das in meinem Debüt-Battle. Ich mach's, weil ich's muss. Ganz unten auf dem Flyer, weil das Beste kommt zum Schluss. Du hast gesagt, ich bin hässlich. Digga, ich bin gut in Form. An Karneval verkleide ich mich als Virus und geh als ein Hurensohn. Ich mag beide unnormal, ne? Ich will keinem eine reindrücken, ne? Also die Line, die hat man jetzt übelst kommen gesehen. Das ist halt auch so ein Gag, ne? So ein Joke. Ich muss aber sagen, dafür, dass Virus so ganz so, oh, Alter, dein Ernst mäßig den Konter so mitredet, ich muss sagen, so ein bisschen kommt mir diese falsch parken ab oder falsch geparktes Auto abschleppen Ding. Also nicht 1:1. Also ich glaube, safe, es gab mal irgendwie diesen Joke, keine Ahnung, ich arbeite jetzt beim ADAC, weil jetzt kann ich endlich Frauen abschleppen oder so mäßig, ne? Aber das ist ja fast 1:1 das gleiche, nur halt, ne? Statt ADAC, du verkleidest dich als falsch geparktes Auto. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, so, es geht in die gleiche Richtung wie der Konter von 4-7 so. Und deswegen schon witzig, wie pissig Virus so darauf reagiert. Okay, bei Rapper Mittwoch sagt diese optische Täuschung, ich mach bei deiner Freundin ein, so wie Didier Drogba. Oh, Virus, dein Verhalten ist nervt. Du bist nicht witzig, du bist wie ein Sandkorn, noch mehr mit belanglosem Wert. Deine Punchline sind dumm und dein Verstand ist so leer. Die Aussage fehlt in deiner Handlung so sehr. Denn erstens, das ist von Z geballt, jetzt erstmal Hand aufs Herz. Zweitens, du bist nicht Drogba, du bist wie Pogba, einfach überschätzt, ich kann das nicht mehr. Drittens, welche Frau willst du ficken? Du kommst mit deiner fetten Schlampe hierher. Denn das einzig richtige das einzig richtige Vibe, was du klar machst, ist das Album von Flair. Aber letztens traf ich so Virus zu Puff. Ich so, warum sind die Nutten hier so teuer? Was passiert mit den Slats? Sind die extra viel rasiert oder was? Hat denn früher niemand Manierengeld beigebracht? Wie viel kassiert? Ey, das ist das wieder, ich liebe es. Sind die extra viel rasiert? Die kostet 30 Euro, so, die ist nur so ein bisschen rasiert, so, da sind noch hier und da ein paar Herrsch. Die kostet Fuffi, weil die ist viel mehr rasiert. Ist das geil. Aber letztens traf ich so Virus zu Puff. Ich so, warum sind die Noten hier so teuer? Was passiert mit den Flaps? Sind die extra viel rasiert oder was? Hat dem Kleider niemand Manierengeld beigebracht? Wie viel kassiert der Konach? Ich meine, für so viel Geld massieren mich die Flaps. Und der so, also ich bin zufrieden, ich krieg Familienrabatt. Guck mal, ich hab einen Vorteil, wenn wir in meine Stadt ohne Grund betteln. Du hast einen Vorteil, wenn wir in deine Stadt nur einen Puff betteln. Also, erzähl keine Dreckslügen, du liest keine Lektüren. Er geht dir bei ins Einkaufscenter und leckt Türen. Ich mach mit dir besser. Ey, wo sind diese Battles, Mann? Wo sind diese Battles? Das ist so geil, ne? So, weil, ey, das ist für mich jetzt einfach so dieses Ding. Wir haben uns ja auch jetzt schon so ein paar Battles angeguckt, die hatten nicht so den übelsten oder so einen oberflächlichen Gegnerbezug und es hat da nicht so geknallt, aber hier ist einfach so, es ist so lustig einfach, ne? Es macht so viel Spaß und das ist genau diese Kategorie Battle, die ich vermisse, Mann.
Ich mach mit dir besser Schluss, denn ich bin selbstbewusst. Und dass du heute verlierst, ist dir selbstbewusst. Und als Chief meinte, wir sollten Promo für dieses Event auf Facebook machen, wusste ich, dass ich es retten muss. Jeder hat das Event geteilt, doch ich hab das mehr geteilt, wie bei Exodus. Oh. Ja, das hier ist nicht... Ich hab das Event mehr geteilt. Boah, ist das geil, Mann. Ich liebe es. Ja, gib mir mehr, bitte. Warum habe ich Ton ausgemacht? So, ey, und ich schwör's dir, Alter, macht mal hier drunter bitte einen Kommentar. Ich will ein 4-7 Battle wieder. Ja, der Junge ist mir zu Dings geworden. Ja, der chillt zu sehr seine Eier. Nur noch im Urlaub so, nur noch hier Big Difference, lass die anderen mal machen. Digga, ey, was würde ich tun für ein 4-7 Battle nochmal, ja? Das muss auf jeden Fall nochmal ein 4-7 Battle geben. Nicht die schlechte Battlemania bei Rapper Mittwoch, das ist eine andere Liga. Hier gibt's nicht Freestyles mit 7 Dullis und der letzte Dulli ist ein ernannter Sieger. Ja. Du wurdest zum Sieger ernannt, denn die Menschen sind gütig. Trotz deiner schlechten Leistung, also sei ruhig und lüg nicht. Denn du bist wie Donald Trump, sie sind nicht dumm. Den Leuten bleibt zum Wählen einfach nichts anderes übrig. Hillary Clinton aus einer Fotze. Nach diesem Battle sagen zu dir alle nur noch Bye-Bye-Virus. Ich weiß nur, dass du gerade leidest. Ich weiß, dass du gerade allein bist, keiner peiltest. Und du gibst alles für deine Rap-Karriere auf und gleich dann scheiterst. Wein nicht, Virus. Du warst jedes Mal bei Ram und die Auftritte waren peinlich, Virus. Das ist nicht True School, sowas nennt man keine Arbeit, Virus. Ich brauche deine Anwesenheiten, Virus. Zeig was Gescheites, Virus. Du kriegst jedem in den Arsch und du weißt es, Virus. Du willst Kampf auf jedem gefallen, das sollst du meiden, Virus. Du bist der Rapper, der sich nicht steigert, Virus. Jeder weiß, dass du nicht tight bist, Virus. Denn du bist nur eine Fotze, die Aufmerksamkeit sucht, Miley Cyrus! Oh! Ach, da haben wir die zweite Runde von Kaufmann! Geile Runde auf jeden Fall. Also ich hatte richtig Spaß. Ich habe jetzt gerade noch mal, weil das gab es ja oft, also ich habe euch auch schon oft erklärt, ne, ich habe so wenig mit Politik zu tun und wo da gerade diese Donald Trump-Line kam, ne, so real talk, ne, versteht mich bitte nicht falsch. So als ich so über Facebook, glaube ich, war das noch nicht Insta, als ich dann irgendwann quasi so mitbekommen habe, Donald Trump wird Präsident, ich habe so im ersten Moment gedacht, geil, Mann, das ist doch der von... Der war schon bei Wrestling und bei Kevin in New York. Ich kannte den halt von nichts anderem, ne? Und wo mir dann die Leute natürlich erzählt haben, was er macht und wofür der so steht und so, habe ich natürlich auch gedacht, alles klar, ne? Ich will mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, der ist krass, aber das sage ich so, ne? Das ist so, Jarambo und Politik ist halt, okay, Donald Trump wird Präsident, Mann, der war doch bei Kevin allein in New York und bei Wrestling, ne? Deswegen, ich... hab da keine Ahnung von und ich bin damit aber auch sehr zufrieden so. Ne? Ich will mich dafür gar nicht interessieren. Stuttgart! Zweite Runde! Virus! Oh fuck, Alter! Diese Runde war ja teuflisch! Ich kläre mir höchstens dein Vibe, denn die kostet auch nur 13,99. Und du sagst, ich hätte ja in der Batmania so viel Scheiße gebaut. Sag mir mal, wie oft hast du es denn in ein Final geschafft? Wie oft hast du dir dann den Preis geschnappt? Wie oft hast du dann deine Lines verkackt? Scheiße, wa? So, kommen wir mal zum Part. Normal hinterlassen meine Bars emotionale Namen, von denen ich kein Psychiater therapiert. Doch heute stelle ich mal die Frage, die jeden Zuschauer hier brennend interessiert. Was zum Fick 4-7? Ich saß zu Hause am Schreibtisch und schrieb einige Thesen aufs Textblatt. Du bin verrückt geworden, weil ich diesen Künstlernamen nicht gecheckt hab. Hä? 4-7? Hat denn der dir 4-7 Mal den Zaubertrick Fingerflutschen ins Loch gezeigt? Oder wolltest du dich AK-4-7 nennen? Doch dir fehlen natürlich Copyrights. Vielleicht ist eine AK zu besitzen auch schon seit jungen Jahren dein Kindertraum. Oder 47 cm bei deiner Mama die Größe ihres vaginalen Innenraums. Ich meine, bei dem Mondgesicht da, wär das für diese Bitch ein Traum. Denn da kommst du mit dem Kopf voran herausgeplupst, dass die merkt bei der Entbindung kaum.
Und was labern die für Kaiserschnitt? Der Prozess ist wahrlich einfach, denn die ist untenrum so groß wie so eine Flugzeughalleneinfahrt. Boah, bei dem Stickschild verstehe ich, wieso ihr eine Round the Corner Bar so spät droppt. Junge, der Kopf ist noch größer als vom Papi Schlauch der Kehlkopf. Denn du Nutte, du merkst, du kriegst gerade Freizeit, weil du den Nutte, du rhymes scheiße. Du bist so wenig Wunschkind, du kriegst so jeden Geburtstag verschluckbare Kleinteile. Aber das ist nicht der Grund für deine scheiß Stimme, du Flitzpiepe. Und jetzt ist mal interaktiv bei Diltili, jetzt darf die Crowd mal mitspielen. Habt ihr auch Bock? Yeah! Gut, dann hört mir bitte mal zu. Hebt mal alle eure linke Hand, formt sie so wie ein U, einmal an den Kehlkopf legen, zusammendrücken, nach vorn pressen und schon kriegt die ganze Crowd genauso wie Pause. Kollege. Anscheinend gab's das. Ich hab mich gerade echt nicht dran erinnert. Ich hab so überlegt, was macht der denn jetzt, Alter? So hebt mal alle euren Arm und so. Ich hab jetzt gedacht, ey, will der den jetzt sagen, bringt euch mal alle so um oder was? Weil muss man wirklich hier so drauf drücken, damit die Stimme so. Keine Ahnung, Alter. Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Ich hab nur erst gedacht, was hat der vor, Alter? Tötet euch mal alle so. Keine Ahnung, aber war auf jeden Fall Lachki, kam ja auch gut an. Ich wollte jetzt nochmal zurück, weil ich die. Kehlkopf legen, zusammendrücken, nach vorn pressen und schon kriegt die ganze Crowd genauso wie Pause. Passiert, Kollege. Anscheinend gab es als Erziehungsmaßnahmen Domina-Spiele mit deinem Vater. Würden wir sein Fachgebiet und das Safe World war wahrscheinlich, come on, choke me harder. Aber irgendwann beim Scheißen auf den Logos fiel deiner Groschen bei mir. Da du aus Krefeld kommst, hast du einfach die ersten zwei Zahlen deiner Postleitzahl imitiert. Wow, Zahlen im Namen, voll cool, dachte sich der kleine Sippi und versucht damit gelegentlich Mädels zu klären auf Eden City. Das ist eine von vielen Gründen, wieso man über dich möchte, gern Hoodboy lacht. Doch wenn du schon nicht rappen kannst und was aus deiner Postleitzahl machst, nenn dich lieber 098. Yeah. Yeah. Ja, Mann, Rapper Mittwochs Tingle Tangle Bob hat auf Killer Punches Bock. Der dich mit dem Panzer überrollt, während du ohne Begleitung zu Battle auf deine Kindertante kommst. Du penetranter Schmock, heute dieser Esel rasiert. Aufgrund seiner Hässlichkeit hat jedes Mädel 100 Kilometer Umkreis Tinder deinstalliert. Alle nicht so ficken wie diese Eseler hier. Ihr sexiest man alive. Du merkst, wie jeder Punch zieht, du erbärmlicher Spasti. Auf dieser Plattform bist du wie Fixkosten, weil dich jeder einmal im Monat abzieht. Dein Kopf wird auf den Pfahl gestopft, wie beim Sturm auf die Bastille. Denn für Diltili bist du nur ein Vorhängeschloss, weil man am Ende des Tages mit dir abschließt. Mach Lärm für die zweite Runde! Ja, geil. Also Virus auch. Geile Punchlines drinne. Ich finde auch eigentlich stabil durchgerappt, ne? Der hat ja irgendwann so ein bisschen so diese Vorwürfe bekommen, dass der da immer, weil er halt auch so eine crazy Geschwindigkeit hat und so, ne? Habe ich ja auch schon mal gesagt, jemand, der langsam rappt, der mal ein Wort verschluckt, das merkt man nicht so krass wie jemand, der halt schnell rappt, ne? Und Virus hatte da oft das Problem, dass der dann einfach auf dem ganzen Part zu viele Wörter verschluckt hat und man dann teilweise wirklich Probleme hatte, ihm zu folgen, weil der dann immer wieder und dann muss er wieder von vorne anfangen oder überspringt irgendwas oder ein Wort versteht man halt nicht, dann geht's direkt weiter. Ne? So, das wurde ihm halt irgendwann immer wieder so vorgeworfen, dass der da einfach so ein bisschen zu hektisch in den A Cappellas ist. Ne? Ich finde, hier hat es aber richtig geballert so, also von beiden Seiten richtig gutes Battle. Max gerade! Beide MCs haben noch eine dritte Runde, beginnt bei 4-7! Digga, du hast mehrere Persönlichkeiten wie Mann, der Schwein. Meine Punchline schlagen auf deine Punchline. Ja, wer kennt Mannbärschwein? Für alle, die es nicht kennen, South Park, dass die Spezies, die halb Mann, halb Schwein, halb Bär ist. Halb, halb, halb. Richtig gut. Digga, du hast mehrere Persönlichkeiten wie Mannbärschwein. Meine Punchline schlagen auf deine Punchline. Meine Punchline schlagen auf deine Punches sein. Und dieser Bastard soll 23 sein. Ach ja, vor 23 Jahren sollte ja Schwester Eva im 9. Monat schwanger sein. Und jetzt eine Message an Diltilis breite Masse. Seine Freundin hat übertrieben breite Masse.
Schief ist bekifft, ich stehe neben dem breiten Grat und deine fette Freundin kann man auf der Weltkarte finden durch den breiten Grat. Ja. Sie wird nur für Organspenden und Arschweg gebraucht. Man hat ja ein Stück Möse abgeschnitten und das wird bei Kimmels als Backfisch verkauft. Oh! Leute, ich muss die nochmal hören. Deine Säune. Ja. Sie wird nur für Organspenden und Arschweg gebraucht. Man hat ja ein Stück Möse abgeschnitten und das wird bei Kimmels als Backfisch verkauft. Deine Pferde ist so eine verseuchte Tschernobyl-Fotze. Keiner will sie wiedersehen. Sie ist so eine Missgeburt, sie kann 6 plus 8 noch mit den Fingern sehen. Mit der Neid erzeuge ich ein Emissionsspektrum und deine Freundin hat um den Bauch Käse und sonst Spektrum. Ja, sie ist bei Biggest Loser anerkannt, sie ist Gangster, zieht eine Maske an, geht raus und kauft eine Bank aus. Ja, eine Samenbank. Oh mein Gott, ich zieh jetzt den Schlussstrich, denn du hast keine Eier da im Sack. Schlussstrich hört sich an wie seine Perle, wenn sie Feierabend hat. Aber scheiß auf deine Freundin, jetzt lieber was anderes. Jeder weiß, dass deine Familie eine Schande ist. Ich box deine Schwester, doch treffe deinen Bruder, weil deine Schwester eine Trans ist. Guck mal, ich mach Bienchen und Blümchen mit Giselle Bündchen und fixe drei Stündchen durch Stuttgart und München. Und du Pädophiler verkleidest dich als Weihnachtsmann, um sich dann zu wünschen, dass du von kleinen Kindern umgeben bist wie Benjamin Blümchen. Real Talk am So, und jetzt möchte ich mit deinen Fans reden, okay? Hi, du bist 14 und hattest noch keinen echten Sex. Dein größter Idol ist Virus, denn er motiviert dich wie Malcolm X. Du sitzt nur am PC und verfolgst, wie seine Karriere wächst. Und du hast dir so gehofft, dass er heute mich mit seinem Text zerfetzt. Du bist ja in der 6. jetzt. Und in vielen, vielen Jahren, wenn du mal eine Klitoris leckst und dein Pimmel noch wächst und außerdem du dich im Hip-Hop auskennst, kannst ja mich feiern. Aber so lange feier diesen talentfreien, langweiligen, sinnlosen Dreck. Ja. Denn Kinder wie du verstehen kein Rap und meinen, es ist eklig wie Men in Black. Immer derselbe Dreck, ich fick dein totes Baby in meinem Cadillac und Schwule verdienen kein Menschenrecht. Solche Lines verstehst du schlecht, doch guck, wie mein Schwarzes in seine Fresse steckt. Denn egal, ob ich rassistisch, schwul oder frauenfeindlich bin, es gibt keine Grenze, das ist immer noch Battle Rap. Killer, 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 Killer. Also ich fand auch das am Ende mega geil. Meine Highlights waren aber, glaube ich, echt der Backfisch und die 6 plus 8 an den Finger abzählen Line. Das Ende ist so ein Ding. Ich glaube, dass das... ich weiß es nicht, ne? Ich meine, ich habe das selber oft verkackt, aber ich finde, ein Gimmick sollte nicht zu viel Zeit nehmen, ne? Also ich glaube, hätte der hier so mit ein, zwei Lines weniger vielleicht das Ding aufgezogen, hätte das noch ein bisschen mehr geknallt. Das Ding am Ende fand ich aber auch richtig gut. Also es war auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Aber ich weiß es nicht so. In dem Fall hatte ich einfach das Gefühl, er guckt jetzt ein bisschen zu viel hier rein, auch wenn das natürlich passt. Aber wie gesagt, auch hier wieder meckern auf hohem Niveau, weil es waren drei richtig schöne Runden von 4-7. So. Breitengrad-Line musste ich schmunzeln, aber trotzdem ist das ein richtiger Scheiß-Move. Bei deiner Freundin muss ich fast das gleiche machen, nur halt bei Google Earth und wenn man richtig weit reist. Ja, und da spreche ich erstmal mit deinen Fans, du kleiner Neider. Ah, da ist ja keiner.
So, das ist, also es klingt so hart, ne, wenn man irgendwie sagt, die große Stärke eines A Cappella Battle Rappers sind die Konter, aber Virus ist halt einfach Monster Freestyler, ne, und das war jetzt, sage ich mal, der Beweis, weil ich sag mal, der hat, glaube ich, jede Runde gekontert, ne, oder in der ersten hat der auch, in der zweiten auf jeden Fall. Erste weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ne, manchmal hast du auch Konter, die sind, oh, ist okay und das war's, ne, aber das ist genau das Ding so, ne, und ich habe ja gerade noch gesagt, die ist in die Kamera gucken und sowas, ne, weg vom Gegner, das knallt halt, wenn du das in ein, zwei Lines schaffst, dieses Gimmick, sage ich mal, umzusetzen, ne, er macht's natürlich jetzt als Konter, aber das ist dann, dieser eine Konter hat komplett gereicht, so, Baba. Tschernobyl-Scheiße, die jeder X-Beliebige bringt. Hast du dich gerade wohl zum Sieger? Hast du dich gerade zum Sieger vom Battle ernannt? Ich glaube, deine Mutter hat an einer Hand einen Finger zu wenig, an der anderen zwei zu viel und hat dich deshalb Force 7 genannt. Das waren jetzt zwei geisteskranke Konter, ne? Weil gerade diese 6 und 8 an den Finger abzählen Line war somit die größte Reaction, die 4-7 in seinem Part bekommen hat, in dem dritten jetzt. Und die dann halt so stark zu kontern, was dann auch irgendwo noch so voll passend ist. Ne? Er redet von Zahlen, er macht so und so und dann ist das wie 4-7 so, ne? Also richtig krass, richtig krass. Und jetzt höre ich mit dem Konter auf, sonst hätte er mir noch ein Brett vor die Wand. So, Runde Nummer 3. Die Chose neigt sich langsam schon dem Ende. Doch bis dato vergaßen wir eine ganz große Komponente. Gehen wir es durch. Mutterwitze, Riesenschädel, keine Technik oder Rap-Skills, dass er gar kein Rapper ist, weil es vor dem Schädel keinen einzigen Track gibt. Namenswahl im Armor-Style. Ihr denkt, da fehlt gerade echt nichts. Falsch! Die Zitate, die beweisen, dass er übertrieben wack ist. Ich gebe euch mal die Top 3 seiner Schrottline. Haltet alle mal euren Jack Dragon Finger bereit, denn um die Line zu checken, muss man wirklich der Boss sein! So, Platz Nummer 3. Junge als Asiate, mit der Stimme. Junge als Asiate würde ich keinen hochkriegen. Dirk, mein Schwanz ist länger als Werbung auf Pro7. Dein Schwanz misst du in Minuten? Dein Schwanz ist 5 Minuten lang? Was willst du mir sagen? Wie kann man sich so hart blamieren? Für mich klingt das nach der Zeit, die man braucht, um das Ding überhaupt zu lokalisieren. Platz Nummer 2. Junge, nach dem Battle musst du dich dann bücken. Du hast V auf deinem Shirt, ich hab V auf meinem Rücken. Boah, markier du mir jetzt nicht mal den Arnold Schwarzenegger in deiner Gesangskabine. Das Sportlichste, was deine Jogginghose hier sah, war der Schleuergang der Waschmaschine. Platz Nummer 1 und an alle Moslem-Jungs, der tut richtig weh. Okay. Ich bin kein Moslem, doch ich muss dieses Schwein schlachten. Hä? Welcher Moslem geht denn Schwein schlachten? Gute Frage. Haben wir Moslems hier im Raum? Mal die Hände hoch. Bei wem gab es zum Opferfest unter anderem Schwein? Digga, du bist so helle wie ein unbeleuchteter Tunnel bei Nacht. Ey, so dumm kann man doch nicht sein. Nein, ohne Spaß. Dass mich heute dieser Spacko massakriert, ist so wahrscheinlich, wie das Big Chief in einem Jogger moderiert. Ich schwör's euch, ne? Ich hab gerade echt noch gedacht ich meine, das ist auch eine Line von 4-7 aus einer Battlemania oder Cypher. Ich schwör's euch, ich hab da gar nicht hingedacht, ne? Ich bin kein Moslem, aber heute wird dieses, ich muss dieses Schwein schlagen. Richtig geil, ne? Weil selbst wo er das zitiert hat, habe ich jetzt auch gerade erstmal gedacht, okay. Was daran schlimm, ne? So, man achtet erstmal nur auf Schlachten, ne? Aber dann in dem Moment, wo der das dann nochmal ausspricht, welcher Moslem schlachtet ein Schwein? Richtig witzig, Alter. Ohne Scheiß, richtig gut. Du nennst dich Deutschraps Veteran, du bist höchstens Battle Raps Schandfleck. Ich halte etwa 3 Armlängen Abstand, damit ich mich bei deiner Wackness nicht anstecke. Und das sagt ein Typ, der Virus heißt, und das ist wirklich ganz schlecht. Aber ey, Hip-Hop heißt ja Each One Teach One. Also brauchst du die Hoffnung nicht verlieren, denn Papa Virus zeigt dir mal, wie man Patterns richtig formuliert. Und auch richtig ausgesprochen, nicht so ein Schü-Schü-Schü. So.
Du hast keinen Plan davon, was Rap ist und kein Plan, wer hier der Mac ist. Du representest deine Wackness und dein Rap hat keine Message. Du hältst dich für den Chef im Geschäft und denkst, dass dein Rap-Text echt fett ist. Dabei sitzt du auf meinem Text hechelnd in der Becher nach 6 Cent battlen vor Mac ist. Was daran echt schlecht ist, du kriegst nicht mal 6 Cent von deinen Friends, Bitch, da du gar keinen Freundeskreis hast, sondern um dich herum nur ein Mashup von Faggots, was für dich perfekt ist. Denn insgeheim bist du selbst so ein Faggot und meinst, dass ab und an mal ein in dein Ass gepresster Stängel echt nett ist. Aber weg vom Generic Rap Shit, Virus is back in the action. Vielleicht nicht der allerbeste MC, vielleicht heute schon, aber in der Real ist nie zu übertreffen. Kaum einer rappt und hat im Herzen so viele Hip-Hop-Aspekte. Ich kam vom Breaken zum Sprühen, vom Sprühen zum Breaken und vom Breaken zum Rappen. In jeder Cypher dabei. Diesmal noch im Freestyle zerfetzen, zieh dann auf Afterpartys, dann noch Windmits, Freezes und Backsmiths. Checkst du das endlich? Ich presse die letzten ins Gedächtnis, damit du letztendlich Hip-Hop-Technisch checkst, wer in der Battle der Mac ist. Yeah! Geil. Fassen wir zusammen. Du bist kein Rapper, da du noch nie im Leben wirklich was recorded hast. Und dein Farid Bön Deutsch ist schon fast ein Fall fürs Ordnungsamt. Über deinen Namen sag ich nichts mehr. Da hat dich mein zweiter Part schon gefickt. Aber das checkst du ja nicht, weil dein IQ der Quersumme deines Namens entspricht. Das ist übrigens 11. Warum ich dir das sag, du schwuler Affe? Ja, da bist du halt wie Jizzy, du bist nicht gut in Mathe. So, deine Karriere stoppt hier. Ich wichse auf deine Fresse und dann nennt dich jeder nur noch Wichsmund. Und für deine Sprache, ich steck meinen Schwanz in dein Maul und verwende dein Output als Input. Boah, richtig gute Runde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Virus' Einstieg mit den Kontern und dem ersten Teil der dritten Runde stärker als das, was nach diesem Pattern kam. Also den Ausstieg auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Aber auf jeden Fall nicht so auf dem Niveau wie halt der Einstieg in die dritte Runde. Ich habe mir die ganze Zeit, ich habe gar nicht in jeder Runde gesagt, wenn ich vorne sehe, Mann. Ich gucke erstmal, was die Judges sagen diesmal. Boah, sehr, 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 sehr krasses Match. War so, weil es so schön war, nochmal lernen für beide, bitte. Also ich mache das jetzt nicht nach Runde, ich mache so also ein bisschen nach Runde, aber nicht so im Gesamteindruck. Nach den ersten Runden fand ich das, ersten zwei Runden fand ich das relativ knapp, da wart ihr sehr nah aneinander. Für mich ist es nur die dritte Runde, die es ausgemacht hat und da warst du ein Ticken vorn, weil du einfach dann nochmal einen draufgelegt hast, das Über-Rebuttal hattest und es ist wirklich nur diese dritte Runde, die so ein Zünglein an der Waage war, aber über, krass Matchup für mich an Virus. Ja, das war auch mal wieder so ein Beispiel für Unjudged, aber scheiß drauf. Ja, also krass war auf jeden Fall, das war das erste Battle in Deutschland, was ich gesehen habe, wo beide intensiv mit Flows gearbeitet haben. Das hat mir krass gefallen. Beide haben intensiv mit Bad Bass gearbeitet, ob es jetzt gewollt war oder nicht, keine Ahnung. mit dritte Runde von Virus mit Abstand die krasseste Rebuttal-Game on fire, Alter. Was soll ich sagen, Mann? Allerdings habe ich die ersten beiden Runden 4-7 vorn gesehen, deswegen 2-1 und 4-7. CB, ich judge Virus gegen 4-7. Ich habe von beiden eine Menge gehalten, auch als ich das Line-Up gehört habe, dachte ich auch, das wird ein richtig krasses Battle. Es war super energiegeladen, es war sehr viel gerappt und ich kann es gar nicht an Runden irgendwie festmachen, weil da habt ihr euch nichts genommen, ihr wart beide unfassbar krass. Aber wo ich dann halt den Punkt sehe, ist, dass Virus die krasseren Rebuttals hat, deswegen gebe ich es ganz, ganz knapp an Virus, aber Respekt an beide Leute und ja. Ihr solltet euch das merken und mehr rappen. Judge Nummer 4! Da kommt er doch! Hey yo, Tobi, hi! Hey yo, Tobi, hi! Und zwar war ein mega geiles Battle, ihr habt beide mega krass durchgesplittet, ohne Slip-Ups und so, also dafür mal Respekt, aber die Rebattles auf deiner Seite waren mega krass, so ich geb's 2-1 an Virus. Yes! Yeah. Also, eigentlich wurde alles gesagt. Beide hatten Bars, Technik, Delivery. Ich finde auch, beide haben deutlich noch einen draufgesetzt ja. Zu dem, was man von ihnen kennt. Wirklich ja. Deutlich. Also wirklich größten Respekt für die Leistung. Da war Energie da, da war Wut. Die Entscheidung ist zwar schon gefallen, aber ich muss es auch 2-1 an Virus geben. Ja. Yeah! Diese beiden MCs haben hier wirklich richtig abgerissen. So. Also 4-1 für Virus, wa? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Boah, wie geb ich's denn? Ich
Puh, ich weiß gar nicht. Also ich mache mir normalerweise, gebe ich ja immer ein Feedback nach jeder Runde. Dann kann ich das am Ende noch zusammenzählen, weil ich bin so schlecht da drin, auch jetzt so ein paar Minuten später nochmal so zu überlegen, was war jetzt in den einzelnen Runden. Also ich glaube, das Ergebnis geht auf jeden Fall klar, dass Virus das gewonnen hat, weil ich würde einfach mal sagen, wenn du Runde für Runde jetzt gegenüberstellst, dann waren gefühlt die ersten beiden ziemlich ausgeglichen und auf Augenhöhe. Ne? Ganz unterschiedlicher Style, ganz unterschiedliche Art von Jokes und so. Und beide hatten auf jeden Fall gute Treffer. Ne? Bei beiden musste man lachen, bei beiden gab es einzelne Lines, wo man sich gedacht hat, okay, Füllerline, alles gut. Und im dritten Part und vielleicht generell, nee, eigentlich nur im dritten Part, glaube ich auch, dass das Virus unter anderem vielleicht durch diese Konter einen Vorteil gehabt hat. So, ne? Also nicht, dass er generell kontern konnte, sondern dass er die Konter halt auch wirklich so gut genutzt hat. Und deswegen geht das auf jeden Fall klar, dass das Virus da ganz, ganz knapp gewinnt. Also wenn ich jetzt einfach nur so nach diesem Punkt gehe, ne, dass ich persönlich mehr Wert drauf lege, dass ich in einem Battle eigentlich am meisten Spaß habe, wenn man mich zum Lachen bringt, so, und in Four Sevens dritter Runde musste ich auch Tränen lachen, ne? Das heißt so wirklich ganz persönlich gehe ich mehr mit Four Seven, aber wenn ich so objektiv bewerten würde, so anhand der Kriterien, die ich für ein Rap-Battle so im Kopf habe, dann würde ich sagen, ganz knapp an Virus. Ne? Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, beides richtig gute Leute. Virus auf jeden Fall fast nur noch on beat unterwegs, rasiert da aber auch alles. Ich hoffe, der hat auch bald mal wieder ein On-Beat-Battle. So, das ist ein unnormal anderes Level, so was On-Beat-Game angeht. Und wie gesagt, Four Seven habe ich eben schon gesagt, würde mich auch mal wieder freuen, den im Kreis oder auf der Bühne zu sehen. Auf jeden Fall ein Four Seven Battle. Der kann es nämlich sowohl bei Diltily als auch oben auf der Bühne von Top Tier Takeover mit Mikrofon. Deswegen warten wir mal ab, was passiert. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gesehen habt. Was war eure Lieblingsline? Musstet ihr auch Tränen lachen oder sagt ihr, ihr seid zu alt für den Scheiß? Ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich hatte sehr viel Spaß, hat mich sehr gut unterhalten. Schön, dieses Ding jetzt endlich mal wieder gesehen zu haben. Und wir sehen uns die Tage. Yalla!